Allerdings auch, als er zu Goethes Geburtstag, 1787, der in Goethes Abwesenheit gefeiert wird im Haus am Frauenplan, dass er da eingeladen wird von dem goethischen Freundeskreis, das ist aber das die halbe Stadt, und ihm schießt durch den Kopf, und das schreibt er auch seinem Freund, man behandelt mich ja hier eigentlich schon wie den Statthalter. Dieser Ausdruck, Statthalter von Goethe. Er hört auch die Gerüchte. Die Gerüchte besagen nämlich, dass er vielleicht gar nicht zurückkommt, dieser Goethe. Dass er überhaupt in Italien bleibt. Tatsächlich war es so, dass Goethe um Verlängerung nachgesucht hatte beim Herzog. Er war jetzt schon anderthalb Jahre dort. Aber der Herzog wollte, dass er jetzt zurückkommt. Er hat ja die ganze Zeit das Gehalt auch bezogen. Jetzt wollte der Herzog wieder, dass er amtet.